Hallo und herzlich willkommen, meine lieben EVE Online Freunde, zu einer weiteren Folge von Let's Play EVE Online. Wir hatten in der letzten Folge eine ziemlich lange Sprung-Folge, in der ich über alles Mögliche geredet habe, über viele Themen, über YouTuber, die Geld verdienen oder auch nicht und warum sie Geld verdienen wollen oder ob sie überhaupt Geld verdienen wollen und warum ich eigentlich es so toll finde, dass ihr mir kommentiert und so weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal die letzte Folge anschauen. Ein bisschen Eigenwerbung. Und wir fangen jetzt die nächste Mission in den Epic Arcs an, nämlich A Stranger's Face. Ich habe die in der letzten Folge schon angenommen, damit ich es natürlich nicht wieder vergesse. Und wir sollen ein bisschen was transportieren, nämlich von Aido. Tu, da sollen wir es hinbringen. Und hier in Anon ist die Pick-up-Location. Das heißt, wir schmeißen es jetzt mal in den Cargo rein, setzen unser Ziel, sagen Set Destination und schließen das Ganze. Und es sind Gott sei Dank nur 4 Jumps, weil wenn wir jetzt nämlich schon wieder irgendwie 20 Jumps hätten machen müssen, wäre es echt ein bisschen, in den letzten Folgen springen wir ein bisschen viel von A nach B, würde ich jetzt mal sagen. Aber dafür habe ich Zeit, mit euch ein bisschen zu quatschen und über meine Eindrücke des Ganzen hier zu sprechen. Also über meine Eindrücke, die ich von euch als meine Zuschauer habe. Genauso wie ihr mir ja immer wieder unter die Kommentare schreibt, was ihr über mich denkt. Und was ich besser machen soll und so weiter. Wie zum Beispiel mir letztens jemand dankenswerterweise in die Kommentare geschrieben hat, ich soll nicht immer so monoton reden. Was ich dann vor allen Dingen, und das habe ich ja in einem der Videos erklärt, vor allen Dingen dann immer tue, wenn ich schon sehr lange Videoaufnahmen mache und ich deshalb auch langsam müde werde oder weil es wieder 5 Uhr morgens ist oder was auch immer. Es gibt so viele Gründe, dass man gerade angestrengt ist von der Videoaufnahme. Es ist ja auch nicht ganz ohne, da man ja stundenlang ohne Pause einfach redet und redet und redet und redet und sich dabei noch aufs Spiel konzentrieren muss, was zum Beispiel in meinem Let's Play Dust514 ich jetzt im Moment noch sehr gewöhnungsbedürftig finde, einen First-Person-Shooter zu zocken und dabei zu reden. Aber das kommt alles noch. Das kriege ich auch noch hin. Da bin ich ganz positiv eingestellt. Und wo waren wir eigentlich gerade stehen geblieben? Ja, wir sind dabei, die Mission zu erfüllen. Wir müssen mal wieder eine unglaublich aufregende Transportmission machen. Ja. Ja, die ist sehr spannend. Nach dem Motto, nimm bitte Ware A, flieg damit nach B und lade es dort ab. Ja, in Kapitel 4 der Level 1 Epic A. Gut, ob das jetzt so, ne, sei dahingestellt, aber ich weiß gar nicht, das ist innerhalb der Epic A, glaube ich, jetzt die 2. oder 3. Transportmission und auch Missionen, wo ich von A nach B fliegen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, ist auch jetzt nicht so primär wichtig. Primär wichtig ist jetzt, weil ich nämlich schon merke, dass durch das Aufnehmen mir langsam, und das ist jetzt kein Witz, mir anfängt der Hals weh zu tun, dann würde ich einfach vorschlagen, trinke ich jetzt mal einen Schluck. Ich mache mal wieder den Fehler, ihr kennt mich ja, ich trinke wieder Zuckerpampe. Soll man ja eigentlich nicht tun. Wasser ist da sehr gut für die Kehle, wenn man was trinkt. Bier im Übrigen auch, aber besoffen sein beim LP ist, es kann witzig sein, aber meistens ist es eher ziemlich bescheuert. Die Daumenregel beim Aufnehmen, was auch selbst übrigens Profis beachten, auch Bands zum Beispiel, die singen, ist pro Stunde ungefähr 15 Minuten Pause.
Das erkennt ihr daran, dass Bands bei einem Konzert meistens ungefähr bei der Hälfte eine Pause machen. Das ist nicht nur, damit ihr an die Verkaufsstände gehen könnt und Geld ausgeben, sondern dient eigentlich hauptsächlich dem Zweck, dass die Band sich ein bisschen erholen kann, sich wieder ein bisschen sammeln kann, die Sängerin einfach 10 Minuten lang die Klappe hält, von den 15, 20 Minuten die Pause sind, um die Stimme zu erholen, denn dauerhaft reden und singen, gerade singen ist ja mitunter sehr anstrengend und verlangt viel Kraft und ja, da irgendwie eine Stunde, anderthalb auf einer Bühne zu singen, mein Respekt von, mal davon abgesehen, dass ich nicht wirklich so gut singen kann in dem Sinne, ja, aber mein Respekt, dass da Tage und Wochen lang am Stück immer da so zu machen, pff, Halleluja. Aber gut, was ich sagen wollte ist, auch die Profi-Regel lautet ungefähr pro Stunde 15 Minuten Pause, an die ich mich jetzt nicht gehalten habe. Die Folge davon ist, dass mir eben der Hals wehtut, aber ich mache jetzt einfach eben trotzdem weiter, auch wenn ich nicht sollte, da, ja, wie soll man das erklären, da ich jetzt einfach gerade saumäßig Bock habe aufzunehmen. Wir müssen docken, genau. Ich bin übrigens gefragt worden, ob ich ein Let's Play zu World of Darkness machen möchte. Und World of Darkness ist ja unter anderem von CCP und von, wie heißt denn diese Game-Firma, die das ursprünglich gemacht hat. Ich kann mich jetzt leider gerade nicht an den Namen erinnern. I'm sorry, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Ob ich ein World of Darkness Let's Play machen möchte und ich war erstens, weiß ich nicht genau wie und wann World of Darkness released werden soll. CCP sitzt ja schon eine Weile da dran, das umzusetzen. Also Dust beispielsweise hat von der ersten Idee, wir können was auf dem Planeten machen, bis hin zu Beta-Produkt 5 Jahre gebraucht. Und World of Darkness ist mir jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren oder 3 ein Begriff. Und ich weiß nicht, wie umfangreich CCP das machen möchte. Und von daher, ja. Drücken wir mal auf 11, um die Karte wegzumachen. Wir haben ja gesehen, wo wir sind. Wir sind wieder in einer der schicken Galente-Stationen, die ich einfach, ja, dieses helle, leuchtende, ich finde es einfach awesome. Wir hauen unsere Agentin an, dass wir hier angekommen sind und abgeliefert haben. Okay. Und wollte jetzt eigentlich versuchen, ob ich hier direkt die nächste Mission annehmen kann, aber ich kann es nicht. Das heißt, ich muss zurückfliegen zu der Agentin und muss dort die Mission annehmen. So, wir drücken auf Jump. Was mich übrigens auch von euch Zuschauern mal interessieren würde. Ich glaube, da muss ich ein kleines Wort zu machen, aber so viele Optionen lässt YouTube gar nicht zu. Ich würde gerne mal wissen, wie alt ihr seid als meine Zuschauer. Also YouTube verrät mir, dass die meisten Leute, die mich schauen, im Sinne von zum Beispiel auf Like drücken und ähnliches, irgendwas zwischen Mitte 20 und Mitte 30 sind, also somit quasi in meinem Alter. Von der Altersgruppe her.
Mich interessiert halt, wie alt seid ihr, wo, aus welcher Gegend, ja, also jetzt nicht der Ort, sondern aus welcher Gegend ungefähr kommt ihr, ihr könnt ja sagen, Rhein-Main-Gebiet oder aus dem Pott oder Südbayern oder so, weil, wenn man jetzt sagt, wenn man fragt, wo kommst du her, man sagt Bayern oder Hamburg, Bayern ist ziemlich groß. Hamburg als Stadtstaat auch, genau wie Berlin und Rheinland-Pfalz und Hessen und wie sie alle heißen, das ist relativ ungenau. Mich interessiert einfach so, wo kommt die eigentlich alle her, ja? Kann ja auch sein, dass ihr mir erst ihr 20 Jahre in Deutschland gelebt habt und wohnt gerade in den USA und guckt mir aus den USA zu, ja? Wer weiß? Weiß ich ja nicht, also kann ja sein. Deshalb gibt's ja YouTube. Ist ja international, ne? Das ist auch das Schöne an der ganzen Sache. Ja, das ist genau wie Webradio. Webradio, egal ob kleine Sender, die nur Webradio machen, nur Internetradio, oder große Radiosender, also egal ob die öffentlich-rechtlichen oder die privaten, echten Radiosender, die terrestrischen Radiosender, ich kann, wenn ich möchte, und das ist eine sehr schöne Sachen an dem Internet, ich kann, wenn ich in Sydney bin, genauso wie jetzt, wenn ich in San Francisco bin, oder auch irgendwo in Finnland, Norwegen, Schweiz, ist es egal, Hauptsache es gibt Internet, oder ich habe ein Handy, das Internet hat, sowie Empfang, kann ich meinen Lieblingsradiosender hören, ne? Das ist, finde ich einfach spitze, ja? Okay, ich bin jetzt IT-Fachmann, Mensch. Und finde sowas normal, dass sowas geht. Für mich ist sowas Standard, ja. Aber ich finde, und da merkt ihr meine Begeisterung, ich finde sowas einfach toll. Das ist einfach, das ist klasse. Sowas macht mir Spaß eigentlich in dem Sinne. Das sind zwar nur so kleine Kleinigkeiten, über die man eigentlich schon fast ist, sich als normal, soll ich sagen, als normal empfindet. Aber wie normal ist es eigentlich, oder wie selbstverständlich ist es eigentlich, dass man ein Dach über den Kopf hat, dass man immer genug zu essen hat, dass man immer, weiß nicht, dass man Eltern hat, beispielsweise, die einem, wenn man Geldprobleme hat, zur Seite stehen. Oder wie normal ist es, dass man sich ein Auto leisten kann, egal wo auf der Welt, ja? Das ist immer so ein bisschen die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Deshalb bin ich auch so ein Mensch. Ich fahre kein mit Absicht und mit vollem Bewusstsein, weil ich empfinde, dass ich das nicht brauche. Ich fahre kein riesen, weiß nicht, Audi A8, VW Phaeton oder so. Ich fahre einfach einen 20 Jahre alten Golf. Auch wenn ich mir im Laufe diesen oder nächsten Jahres was Neues kaufen muss, weil das Auto einfach, ja, fertig ist. Kleinen Moment, wir müssen hier eben docken. Ja, da wollen wir docken. Sisters of Eve Büro. Ich habe keine 3 Meter große HDTV 3D Gedöns Glotze zu Hause. Und ich habe auch keinen 30 Zoll Bildschirm, auch wenn ich YouTuber bin. Und ich habe auch kein Intel Core i7 3770K und eine GTX 690 und 32 Millionen GB RAM. Ja? Brauch. Ist seit denn man will auf 2500 mal 1440 irgendwie Videos machen, auf einem 27 Zoll Ding, wie bei den iMacs zum Beispiel, bei den großen, wenn man Videos machen will, die dann nachher kaum ein Mensch abspielen kann, weil man die Internetleitung dazu nicht hat, aber egal, wenn man das so aufnehmen möchte, weil man Qualitätsfreak ist, wobei ich bin auch einer, dann kann man das gerne tun, aber ich für mich persönlich sage, Full HD reicht für mich, weil die meisten von euch, die hier gerade zuschauen, werden wahrscheinlich noch nicht mal einen Full HD Monitor haben oder meine Let's Plays auf dem Tablet gucken, oder mir hat ein Zuschauer geschrieben, ich konnte es kaum glauben, einer meiner Zuschauer schaut mein Let's Play auf seinem Handy, ja, das finde ich stark, das ist einfach klasse, weil
das Handy-Display selbst mit 5 Zoll oder 4, ja, ist so klein, da kann man eigentlich kaum die Schrift drauflesen, so klein ist das, ja. Also mein HTC One X, und das ist übrigens das einzig wirklich teure technische Gerät vergleichsweise zu dem, was es gibt, ja. Also ich habe keinen 5.000-Euro-PC, das wäre jetzt ein teurer Gamer-PC, 5.000 Euro, auch wenn ihr alle was anderes denkt, aber ja, es gibt Prozessoren, die kosten 4.000 Euro pro Stück. Aber egal, anderes Thema. Ich rede heute hier, das ist unglaublich. Wir wollten die, das ist die Storyline. Wir wollten Agents of Interest. Wir müssen zur Alitura, denke ich. Sisters and the Spy, ja. Und das ist eine Storyline-Agentin, für die wir dann auch noch was machen müssen. Aber gut, wir akzeptieren hier jetzt erstmal diese Mission. Tahaki Karin müssen wir hier offensichtlich irgendwo hin transportieren. Also wenn ich auf meinem 4,7 Zoll, glaube ich, ja, 4,7 Zoll HTC One X. Ja, es ist kein Samsung Galaxy S3. Mir gefiel das nicht, weil die Haptik von dem Teil ist einfach grottig. Es sieht besser aus. Es hat eigentlich das bessere Display, auch wenn es mehr Geschmackssache ist, weil LCD natürlicher aussieht und der AMOLED ein bisschen farblicher. Auch wenn man es am Galaxy S3 farblich herunterstellen kann. Nein, es sieht trotzdem nicht so natürlich aus wie auf LCD-Bildschirmen. Punkt. Ich bin ziemlich ein Handyfreak, ich kenne mich da aus. Auf meinem, was wollte ich sagen, 4,7 Zoll HD HTC One X kann ich die Schrift zwar lesen, aber so wirklich ganz kleine Sachen sind, diese winzigen Sachen, die es teilweise in Eve gibt, sind auf diesem Handy nicht lesbar, und deshalb finde ich es einfach krass, dass jemand mein Let's Play auf dem Handy guckt und nicht am PC. Ja, das ist also heftig. So, wir wollen zur Mission hier. Warp to Location. So, wie lange nehme ich eigentlich jetzt schon die Folge auf? Nicht, dass ich euch hier wieder mit so einer 40-Minuten-Folge quäle. Aufnehmen tue ich. Das sagt mir meinen Recording-Status. Definitiv. Wo war ich auch stehen geblieben? Bei fetten Autos, bei fetten Fernsehern, fetten PCs und fetten Handys. In dem Sinne. Ja, genau. Ich bin ein Mensch, der sich sagt, denke darüber nach, was selbstverständlich ist und was du wirklich im Leben brauchst. Für mich ist es, ich weiß nicht, ich persönlich, das klingt jetzt bescheuert. Ihr werdet wahrscheinlich lachen. Aber ich empfinde es als Luxus, wenn ich zum Beispiel... Das ist jetzt kein Scheiß, was ich erzähle. Das ist tatsächlich wahr, auch wenn ihr es mir nicht glaubt wahrscheinlich. Ich empfinde es als Luxus, wenn ich in den nächsten Supermarkt um die Ecke gehe und mir dort eine Fertigpizza hole. Ja? Oder wenn ich mir eine Pizza bestelle vom Lieferdienst. Nicht, weil ich so eine unglaublich arme Socke bin, sondern weil ich es nicht als selbstverständlich ansehe. Ja? Weil eben sich nicht jeder den Pizzadienst leisten kann und sich für 15 Euro Pizza mit Salat und so liefern lassen kann. Oder nicht jeder hat das Geld, sich dann 25.000 Fertigpizzen für jeweils 2,50 Euro in die Gefriertruhe, Gefrierfach, was auch immer zu legen. Ne? Deshalb empfinde ich es als nicht selbstverständlich, Fertigpizza zu essen. Und ich freue mich richtig, wenn ich eine Fertigpizza esse, weil ich meine, wenn ich selbst koche, koche ich einmal, das kostet mich gefühlt 2 Euro und davon kann, oder 3 Euro, was auch immer, und davon bin ich 2 Tage satt, und man isst für 2,50 Euro so eine Fertigpizza. Das ist dieses, ich nenne das immer ganz gern McDonalds-Phänomen. Ich esse für 2,50 Euro so eine Fertigpizza und ich könnte gefühlt noch 3 essen. Und es schmeckt halt einfach, Fertigpizza schmeckt halt einfach wie Fertigpizza, und deshalb ist das für mich Luxus. In dem Sinne, ja. So. Republic Intelligence tells me you might have a lead on our prodigal son, Dagon.
He needs to be taken down for everyone's good. The Republic will watch your back. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, können wir zurück an die Station fliegen und sagen Doc. Das ist genauso wie ich, ich verstehe, warum manche oder viele Leute sich ein großes, schönes, gemütliches Auto kaufen, eben weil es groß und schön und gemütlich und entspannt und Klimaanlage und Klimaautomatik und Regensensor und Parkassistent und so, ja, das ist wirklich, das ist eine tolle Sache. Aber erstens, wer braucht das? Ja. Wer braucht das? Und erst recht verstehe ich nicht die Leute, die aus irgendeinem Grund damit angeben wollen, dass sie ein tolles Auto fahren. Da denke ich mir immer so, warum? Das ist doch nur ein Auto, Mensch. Das ist ein Auto. Es fährt von A nach B. Ich bin wahrscheinlich auch als Kerl ziemlich untypisch, was das angeht. Das Problem bei mir auch ist, als Selbstständiger fahre ich natürlich unglaublich viele Kilometer im Jahr. Und ich müsste mir, gesetzt dessen, dass ich einen Neuwagen kaufe, ihn so nach 2 bis 3 Jahren wegschmeißen, weil dann wäre er einfach fertig. Nicht, weil er dann 1 Million Kilometer drauf hat. Der hat schon dann 200.000 Kilometer, 100.000 Kilometer. Je nachdem hat er schon dann auf dem Tacho nach 2 bis 3 Jahren. Nee, mehr. 150.000 ungefähr. Ist ja auch nicht wichtig. Aber ich fahre halt auch viel Autobahn, aber auch halt viel Stadt und das immer konstant und das Auto ist halt belastet und irgendwann ist halt die Technik im Eimer. Wenn man es mal so sagen möchte. Deshalb kaufe ich mir lieber gleich nicht sehr alte Autos, aber ältere Autos. Wenn das Ding dann kaputt ist, habe ich halt keine 25.000 Euro verloren, sondern 2, 3, 4, 5.000 Euro oder so. Dann ist das Auto futsch. Kaputt, ich meine jetzt nicht im Sinne von Unfall, sondern meine Autos müssen halt extrem zuverlässig sein. Ja, für Werkstatt habe ich keine Zeit, keine große Zeit. Und ja, weil da verliere ich ja plus minus einen Arbeitstag. Und Destroy the Society Spy. Ich lasse euch gerade den Text hier mal wieder offen, eine Sekunde lang, dass ihr stoppen könnt. Akzeptiere die Mission. Und, wo war die Mission? Ich glaube auch hier im System. Ja, in Anon. Ich mache jetzt mal Open Cargo Hold. Und tu den ganzen Source Missile Kram raus. Aber bevor wir diese Mission fliegen, beende ich diese Folge, die wahrscheinlich schon viel zu lange dauert. Ich hoffe, euch hat trotz meinem vielen Gequatsche diese Folge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder zu, wenn es heißt Let's Play Eve Online mit mir, dem Dex. Und schreibt mir unter die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Bis dahin. Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht und ciao, ciao.